Willkommen zurück bei Mario Kart DS. Es wird heute wieder spannend im Bananen-Cup Hour. So eine Scheiße hier mit meinem Headset. Das ist schon wieder nervt. Nervt unheimlich. So. Donut-Ebene aus dem Super Nintendo, aus dem N64, der Polar-Parcours, GBA, Bowser's Festung 2 und vom Gamecube der Baby-Park, auf den ich ganz besonders gespannt bin. Beim letzten Mal haben wir mal wieder versagt im Spezialcup vom Nitro Grand Prix und och, ich bin schon seit Wochen nicht mehr gefahren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und man merkt's, ne? Man merkt's. Ah, ich bin seit Wochen nicht gefahren. Seit einigen Wochen. Weil ich halt, ja, die ganze Zeit andere Projekte gedreht habe und für Prüfungen gelernt habe und ja, wie das halt so ist, wenn man halt, ja, zur Uni geht. Ich muss erstmal den Button finden. Kugelwilli, jawohl. Ist auch bitter nötig, ganz ehrlich. Oh Gott. Roter Panzer. Mist. Oh Mann, wieso ist der so fett? Das muss doch nicht sein. Das ist doch unglaublich hier. Geh mir aus dem Weg, Peach. Ganz ehrlich. Geh weg. Geh einfach nur weg. Boah. Nein. Oh, Mann. Hätte ich doch mal die Pilze eingesetzt. Hätte ich es doch mal gemacht, ne? Ich kann mich daran erinnern, dass dieser Cup sehr kurz war, soweit ich weiß. Was uns dazu führen könnte, dass wir den zweimal fahren in diesem Part. Weil wir ihn beim ersten Mal sowieso nicht gewinnen werden. Boah. Aber dieser Cup nervt mich jetzt schon. Ja, ich weiß, ich hätte über meine liegen gelassenen Pilze fahren können. Au! Gott, wir sind auf dem 7. Das ist ja unfassbar. Das gewinnen wir doch niemals. Nee, nee, nee. Wir fangen gleich von vorne an, weil das hat überhaupt gar keinen Wert. Sehen wir es mal so, dass ich mich eingefahren habe. Wir nehmen mal das Autochen. Und das war ja grausam. Das war ja richtig grausam. Das geht ja mal gar nicht. So was passiert, wenn man mal wochenlang kein Mario Kart fährt. Und dann auf einmal meint, man müsste mal wieder fahren. Und dann passiert halt sowas, ne? So, mal gucken, wie es jetzt läuft. Weil ich schätze mal, es wird jetzt besser laufen. Ah, das war kein echter. Yoshi, du hast... Boah, du hast dieses Fake-Kästchen bekommen. Du hast Dings bekommen. Einen roten Panzer. Jetzt mach dich doch mal da vorne weg, ey. Was geht denn mit dir? Wenigstens fährt er in die Bananen rein, der Trottel. Das gibt's ja nicht. Der fährt ja wie ein Irrer. Ist ja unfassbar. Boah, wenigstens hat er den Blitz auch abbekommen. Ah, shit. Mario ist auch mal wieder vor uns. Mit dem haben wir schon einige Male zu kämpfen gehabt. So, was haben wir hier? Du Arschloch. Boah, das gibt's doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Nee, zweiter. Ach Gott. Also,
100er Cup ist schon heftig, finde ich. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, von wegen, das Spiel ist voll einfach. Ja, ich gebe mein Bestes und ich fahre für meine Verhältnisse echt nicht schlecht, finde ich. Okay, das war jetzt scheiße. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist... Unkonzentriertheit. FTW. Hilfe. Mann, ich bin total abgelenkt irgendwie gerade. Ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Musik zu leise gestellt habe bei mir auf den Kopfhörern. Mal gucken. Treffe ich was? Ich hätte echt ein anderes Auto nehmen sollen. Das Auto taugt für meine Zwecke nicht, finde ich. Das Auto hätte ich echt anders wählen sollen. Wirklich. Das gibt's doch nicht. Ich treffe die mit einem roten Panzer und die ist trotzdem vor mir. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Irgendwas habe ich hier heute falsch gemacht. Irgendwas läuft hier ganz gehörig daneben. Aber richtig. Mist, jetzt habe ich nicht gedriftet wegen der scheiß Bombe. Das gibt's doch einfach nicht. Jetzt haben wir Peach direkt hinter uns. Mal gucken. Boah. Höchste Konzentration an dieser Stelle. Ach, wir kommen tatsächlich echt mal an Toad ran. Hallo, Windschatten? Möchtest du mal einsetzen oder so? Was soll das denn? Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Wo kommt die denn schon wieder her? Nee, echt mal jetzt hier. Das Auto ist mal voll scheiße für die Strecke, ganz ehrlich. Richtig kacke gelaufen. Das bricht hinten zu sehr aus. Kein gutes Handling. Oder es liegt am Eis. Nein, zu weit außen gewesen. Naja, ich habe versucht, was zu retten geht. Zu retten. Ist schief gelaufen. Mit dem Auto kann ich einfach nicht umgehen. Wir werden dennoch versuchen, den Cup zu Ende zu fahren und überhaupt mal einen Pokal in diesem Cup zu bekommen. Das ging ja mit Peach. Boah. Ich fahre heute ja echt nicht gut, aber als ich noch eingespielt war, ja, da hatte ich ja irgendwie 10 Parts am Stück gedreht. Da ging's doch. Da war doch alles in Ordnung. Trotzdem bin ich so schlecht davon gekommen. Man muss echt Glück haben hier. Das gibt's nicht. Das ist wie bei Need for Speed. Je besser man selber fährt, desto besser fahren die anderen. Das war damals in der KI bei denen schon so. Und bei Mario Kart scheint das wohl nicht anders da zu sein. Aber es kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ah, okay. Verstehe. Okay. Wow. Was? Eine hinterlistige Strecke hier. Ich kenne die Strecken jetzt auch nicht mehr alle auswendig. Das kommt ja noch dazu erschwerend. Geh doch mal weg, Mensch! Das ist ja unmöglich hier mit dem. Da ist er schon wieder vor uns. Verpiss dich! Unglaublich. Boah, Mann, wir haben Turbo und den Drift und alles und oh, der geht trotzdem vor uns. So. Jetzt aber hier. Wir sind zwar erst in Runde 2 von 3, aber wir sind da vor uns. Wario. Ja, ich weiß, ich bin heute echt beschissen im Driften.
Aber das müsst ihr einfach heute mal so hinnehmen. Geht heute nicht anders. Ich hab's heute einfach nicht drauf. So. So, jetzt aber. Eine Banane für den lieben Wario. So. Oh Mann, ich fange hier immer zu spät an. Das gibt's doch echt nicht. Das ist doch... Oh Gott. Aber wir haben immer noch eine Chance, den ersten Platz auf jeden Fall noch einzukassieren. Aber ich würde nicht drauf wetten, dass wir es schaffen. So muss man anfangen zu driften. Bei den 90-Grad-Kurven. Na, wenigstens haben wir den einen Kurs jetzt gewonnen. Aber den Cup, den können wir uns jetzt schon in die Haare schmieren, glaube ich. Ach, komm. Die haben 4 Punkte Vorsprung und einer von den beiden wird auf jeden Fall mindestens Zweiter werden. Und damit haben wir es eigentlich schon verkackt. Ja, und der Cup ist sowieso ein bisschen fragwürdig. Jo, und das war's dann, ne? So viel zu unserem Sieg. Den können wir vergessen, den Sieg. Bei der kurzen Strecke und den wenig Möglichkeiten, da noch was zu reißen. Mal abgesehen davon, dass ich die Kurven nicht eng genug nehme. Ich müsste die jedes Mal so nehmen. Und das ist eigentlich rein theoretisch ein bisschen schwierig. Finde ich zumindest. So. Mal gucken, ob wir noch... Vielleicht werden wir doch noch Erster. Nö, können wir vergessen. Nee. Oh. Oh Gott, wir sind doch gar nicht im Ziel. Dritter in dieser Runde. Und... Oh mein Gott. Nee. Dritter in der Gesamtwertung. Boah, kann man echt vergessen hier. Kann man echt vergessen. Ah. Was machen wir denn beim nächsten Mal? Wollen wir es nochmal probieren beim nächsten Mal? Oder sollen wir es lassen? Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren es beim nächsten Mal einfach nochmal. Und, sollte ich es nicht schaffen, dann werde ich mir erstmal ein anderes Projekt einfallen lassen, weil ich habe keinen Elan, jetzt irgendwie 20 Parts lang ein und dieselbe Strecke immer und wieder zu fahren. Und ich glaube, das könnt ihr auch nachvollziehen. Das ist nämlich echt... Och, nee. Nee. Wirklich nicht. Da könnt ihr mir so oft sagen, wie ihr wollt, dass das einfach ist. Ich kann's nicht. Gibt auch Sachen, die ich nicht kann, obwohl es davon gibt eigentlich ziemlich viele. Egal. Also, mal gucken, wie wir uns beim nächsten Mal schlagen. Also, bis dann.